Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Im Gründungsaufruf des Berliner Kita-Bündnisses aus dem Jahr 2008 heißt es: Als kleine Kinder machen Menschen die größten Schritte in ihrer Entwicklung, ihre Lernfähigkeit, ihr Erkundungsdrang und ihr Wille, sich die Welt zu erschließen, werden im Laufe des Lebens nie wieder so ausgeprägt sein wie in dieser Lebensphase. Deshalb haben alle Kinder ein Recht auf eine gute und anregungsreiche Kita. Dieses Recht ist möglichst früh, schon im Krippenalter, zu gewährleisten. Das ist Konsens im Land Berlin. Das bedeutet aber, dass eine Kita-Bedarfsplanung auch flächendeckend und gemessen an der Zahl der melderechtlich registrierten Kinder und unter der Berücksichtigung der sozialräumlichen Belastung von Stadträumen entwickelt werden muss. Es geht darum, die Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung gerade für jene Kinder auszuweiten, die bisher aufgrund des geringen Interesses oder der Unkenntnis oder der Vorbehalte ihrer Eltern nicht in den Genuss der frühen Förderung kommen. Genau hier gibt es Defizite. Der Zusammenhang zwischen sozialer Belastung, ethnisch-kultureller Herkunft einerseits und der Inanspruchnahme von Angeboten der Kita-Betreuung ist empirisch nachgewiesen. Das zeigen zum Beispiel immer wieder die Auswertungen der Schuleingangsuntersuchungen, wie zum Beispiel bei der Feststellung zu den Determinanten zur Dauer eines Kita-Besuchs aus dem Bezirk Mitte in 2012. Dort waren über 92% der Kinder aus Familien der sogenannten oberen sozialen Schicht bis zur Einschulungsuntersuchung länger als 2 Jahre in der Kita. Der Anteil der Kinder aus den sogenannten unteren sozialen Schichten lag lediglich bei 72,3%, bei Kindern arabischer Herkunft nur bei 25,3% und aus westlichen Industrieländern gesamt nur 43,5%. Das Problem ist also bekannt und beschäftigt nicht wenige Fachverbände. So hat das Deutsche Jugendinstitut in seiner Studie Aufwachsen in Deutschland konstatiert, dass vor allem qualitative und interkulturelle Hürden zugewanderte Eltern davon abhalten, ihre Kinder in eine Krippe zu schicken und dass insgesamt Eltern mit geringer Schulbildung es schwerer haben, überhaupt einen Kita-Platz zu ergattern. Weite Wege zur Einrichtung sind ebenso ein Hindernis. Grundsätzlich wird bestätigt, dass für viele der Zugangshürden nicht der Migrationshintergrund, sondern die geringe Schulbildung der Eltern und ihre soziale Situation ausschlaggebend für die Nichtinanspruchnahme einer Kindertagesbetreuung sind. Das heißt, hier muss Aufklärungsarbeit geleistet werden, um eben diese Familien zu erreichen. Und das heißt natürlich auch, wir brauchen ausreichend Platzangebote, und zwar genau dort, wo zwar Kinder sind, aber bisher noch keine oder eine geringe Nachfrage besteht. Die Frage ist doch, wie kann der Bedarf gerade bei jenen geweckt werden, die eine Kita-Förderung ihrer Kinder am dringendsten brauchen? Es ist notwendig, dies in einer Kita-Entwicklungsplanung politisch mitzudenken und zu steuern. Der Senat plant aber ausschließlich nachfrageorientiert. Wir brauchen jedoch eine Planung, die nicht der Nachfrage hinterherrennt, sondern sich an der Bevölkerungsstruktur, an der Kinderzahl orientiert und nicht nur an der Zahl der Bewerbungen für einen Kita-Platz. Dies ist auch deshalb nötig, weil in den entsprechenden Kiezen flankierende Maßnahmen ausgebaut werden müssen, wie Stadtteilmütter, die jenseits von Amtsstuben mit den Familien reden, aber auch zeitliche und nervliche Kapazitäten von Kita-Leitungen oder Jugendamtskolleginnen, die bei den Familien für möglichst frühe Kita-Förderung werben müssen. Das muss politisch mitgedacht werden, auch bei der Personalplanung für die Jugendämter. Es ist lächerlich, wie der Senat hier Personalmehrbedarfe abspeist. Wir haben diesbezüglich hier schon diverse Vorschläge gemacht, wie die Abschaffung der Bedarfsprüfung, die ja auch im Koalitionsvertrag steht übrigens, als einer relevanten bürokratischen Hürde für die Eltern und als Ressourcenverschleiß im Jugendamt und vieles mehr. Zuallererst aber braucht es mehr als eine Kenntnisnahme des Problems hier im Land Berlin. Der Senat hat in seinem Bericht zur Bedarfsentwicklung und Schaffung von neuen Plätzen zwar angekündigt, stärker in den Sozialräumen mit geringem Versorgungsgrad investieren zu wollen, will aber das bestehende Versorgungsniveau nur halten und bleibt damit in seiner Logik der Nachfrageorientierung. Das bleibt auch nach der veröffentlichten Bedarfsplanung 2016 nicht ausreichend definiert. Das reicht bei weitem nicht aus und wird an der schlechten Inanspruchnahme nichts ändern. Auch die unter dieser Regierungskoalition ja so angesagten restriktiven Methoden wie Bußgelder und Verpflichtungsansinnen werden hier nichts bewirken. Wir müssen die Familien da abholen, wo sie sind. In der Praxis passiert es längst. Nicht Restriktion, sondern das Angebot führt zum Ziel. Das will dieser Antrag, wie auch der Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses zur Erneuerung der berlinweiten Kita-Platzplanung, nämlich die sozialräumliche Berücksichtigung und Anpassung der derzeit unterschiedlichen Versorgungsquoten aus soziostrukturellen Gründen.
und zwar offensiv und nicht reaktiv. Dankeschön.